Dieser Ort ist uralt. Es scheint, als wäre seit Jahrhunderten niemand mehr hier gewesen. Wartet! Kommt nicht näher! Nun, ich denke, das wird schon wieder. Widersteht ihm, Neuankömmling! Ihr müsst aufwachen! Ja, hallo zusammen, hier ist euer Mühli und wir schauen uns heute mal Elder Scrolls Online an. Das Addon Somerset ist ja gerade erst erschienen. Und ja, ist ein guter Zeitpunkt hier mal wieder vorbeizuschauen. Wir haben einen Charakter erstellt und zwar einen Dunkelelfen. Dieser ist Magier und zurzeit Stufe 3. Wir haben das langweilige Intro jetzt erstmal übersprungen und befinden uns direkt in der Welt wieder. Genau genommen auf einer Insel vor der Küste, ja, im Südwesten. Oh, der scheint was von uns zu wollen. Ja, gleich mal hin. Erst gibt die Königin einen Erlass heraus, der den Status von Somers End von einem abgeschotteten Paradies zu einer Zuschauerattraktion verändert. Jetzt auch noch Monster, Meeresungeheuer. Ich habe sowas noch nie gesehen. Nun, ich sage dazu, soll die Katze kämpfen. Lieber er als ich. Okay, was für eine Katze. Hallo, hallo Asma. Ja, Katze, beruhig dich wieder. Plötzlich tat sich der Boden auf und Wasser und seltsame Kreaturen brachen daraus hervor. Sie griffen uns an. Zum Glück sprang ein Neuankömmling, ein Khajiit, dazwischen und vertrieb sie. Er nannte sich Rasumdar. Wahrscheinlich könnte er etwas Hilfe brauchen, wenn euch das recht ist. Natürlich, klar, helfen wir ihm erstmal. So, da ist doch gleich ein übelst gefährlicher Mob hier. Das sehe ich doch. Boah, dem haben wir es gegeben. Wow. Na, lass es nicht kommen sehen, ne? Oha. Sieht ja lecker aus. Da kann das Sushi-Restaurant von drüben echt eine Menge Umsatz machen. Guten Tag, ich bin noch müde. Wie geht's dir? Habt ihr jemals solche Kreaturen gesehen? Ras nicht. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Ihr seid ein Neuankömmling, ja? Ihr wart noch nie auf dieser Hochelfeninsel? Dieser hat ein Näschen für solche Sachen. Und ihr seht mir wacker aus. Kann Ras euer Interesse an ein bisschen Spionagearbeit wecken? Klar, warum nicht? Unheil verheißend. Na, nichts dergleichen. Naja, vielleicht ein bisschen. Hängt davon ab, wie sich die Sache entwickelt. Ras ist auf Befehl von Königin Eire nach Somers End gekommen, um sicherzustellen, dass die Öffnung der Insel auch wie befohlen läuft. Okay, wie kann ich dir helfen? Stellt ein paar Fragen, findet heraus, wie die Stimmung in Schimmerheim ist und wie es den Neuankömmlingen ergeht. Alles klar, machen wir. Ah, wir sind auf dieser Insel. Ja, wir sind im Somersend, ja. Dem neuen Gebiet des Addons direkt. Gut, dann werden wir nochmal direkt den ersten Auftrag hier mal aufsuchen. Das Coole ist ja, also nicht wundern, dass wir jetzt mit Level 3 gleich im neuen Addon-Gebiet sind. Das Coole ist ja, die Levelgebiete wurden komplett angeglichen. Das heißt, jeder kann in jedem Gebiet zu jeder Zeit questen. Die entsprechenden Kreaturen werden Skyrim-typisch eigentlich oder Elder Scrolls-typisch skaliert.
Das ist besonders gut, wenn man mit Freunden spielen will und diese sich einfach mal einloggen brauchen und direkt in euer Gebiet joinen können. Ah, schon eine beeindruckende Stadt, die Hochelfen da haben. Oh, da schon so eine gefährliche Bestie. Bam. Da hat sogar was getroppt. Wildfleisch. Nice. Oh, die Krabbe muss sterben. Oh, die ist nicht so einfach. Das Kreuz typisch, lernen wir mit jeder Attacke, die wir durchführen, die Fähigkeit etwas stärker. Das heißt, je häufiger wir zuschlagen, desto eher wird unser Zuschlagen-Skills gehen. Das war hart. Ja, deshalb haben wir jetzt Rang 2 bei Kristallschabe erreicht. Ja, wir haben jetzt auch einen Fähigkeitspunkt erhalten. Wir haben leider erst 2 Punkte bei dunkler Magie, sonst könnten wir hier das neue Ding skillen. Oh, hier können wir Blitzgestalt skillen. Das tun wir doch gleich mal. Ein manifestiert euch selbst in eine Reihe Blitzenergie und lasst euch Blitze überspringen. Die nahen Feinden Schockschaden hinzufügen. So, irgendwie hatten wir doch so einen Auftrag hier, oder? Hier soll doch irgendjemand sein. Ja, ist das mal ein Runstein mit noch im Weg? Gut. Guten Tag, sind Sie mein Auftraggeber? Nicht, dass ihr dieses Konzept begreifen könntet. Aber der Weg zum Alaxon erfordert Hingabe und völlige Konzentration. Ja, Alaxon, ich muss die perfekten Schalen finden, denn sonst sind meine Pigmente minderwertig. Und wisst ihr, was das für meine Kunst bedeuten würde? Genau. Okay, ja, okay, Alaxon, alles klar. Hm? Eine altmärische Weltanschauung, die hier auf Summer's End sehr viel praktiziert wird. Mit Alaxon bezeichnet man jenen Zustand der Vollkommenheit, nach dem jeder Hochelf strebt. Der Weg zum Alaxon stellt den Ansatz dar, mithilfe dessen wir diesen Zustand erreichen. So, warum habt ihr meine Arbeit unterbrochen? Weil so ein komischer Questtyp da hinten gesagt hat, ich soll dich anquatschen. Ich glaube genauso sehr an den Nutzen der Vorsicht wie jeder andere Hochelf. Aber manchmal kommen unsere ganzen Regeln der klaren Vernunft in die Quere. Mein Lehrling lebte hier schon über ein Jahr. Es ist so schwer, gutes Personal zu finden, vor allem unter den Neuankömmlingen. Und sie stellte die schönsten Farben her. Die haben sie geholt. Die meinten, sie würden sich ihre Qualifikationen einmal näher anschauen und ihr Wissen in Sachen Kultur und Etikette auf die Probe stellen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Meine Arbeit leidet darunter. Und natürlich habe ich mich bei den Mönchen beschwert. Jetzt muss ich meine eigenen Muscheln sammeln. Oh nein, wie kann sie nur? Sie meinten zu mir, ich könnte ein paar Formulare ausfüllen und mich an die Sippenfürstin wenden. Aber wer hat denn die Zeit für so viel Bürokratie? Und einer Waldelfin wegen? Ich habe schon zu viel gesagt. Ich habe Arbeit zu erledigen. Und dieses ganze Ärgernis hat mich vom Weg zum Alaxon abgebracht. Na gut, dann lasst euch mal zurückgehen. Miss Hochnäsigkeit. Perfektion verlangt ständige Wachsamkeit. Oh, hier, die waren einfach. Gib mir dein Fleisch. Sehr schön. Oh mein Gott, was ist das? Ein riesiger Drache.
Nimm das! Ja, das hat doch nicht kommen sehen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, hier vorne. Sprecht mit Toxala oder Salza oder ach, keine Ahnung. Oh, das ist bestimmt kein Gegner. Hallo? Ach, okay. Nimm das, übelst schwere Gegner. Und ein bisschen Jute einsammeln. Oh, hier ist bestimmt ein Vorkommen, oder? Nee. Cooler Bär. Ja, mein Ohren, ja. Kitschig. Okay, ja, hier ist noch ein Rucksack zu finden. Ja, unsere gesuchte Person hat es leider erwischt. Also ab zum nächsten. Oh, was ist das hier für ein Rufi? Oh mein Bruder. Oh, den kann ich auch nicht blitzdingsen. Kann ich den da blitzdingsen? Ja. Hm. Das ergibt für mich keinen Sinn. Naja, egal, weiter. Aha, okay, er ist in der Stadt zu finden. Sag mal, wir haben doch auch so ein cooles Mount irgendwo, oder? Oh, hier ist es doch. Okay. Ja gut, das Ding muss ich jetzt gerne reiten. Hm, funktioniert ja wunderbar. Naja, lass uns erstmal. Ah, hier ist auch der schöne Shop. Von ESO, ja. Ach, hier kann man sich auch... Ach, stimmt, bei ESO konnte man sich auch eigene Häuser kaufen und die cool einrichten mit allem möglichen Scheiß. Nice. Naja, gut, das soll es erstmal sein. Wir haben einen wichtigen Auftrag zu erledigen. Weiter geht's. Wenn ich das nächste Mal im Feld bin. Das nach Peter-Vorschriften ist. Ich scheine nicht sehr gut voranzukommen. Hallo, bist du Ranuel? Nee. Guten Tag. Ich bin verzweifelt. Ein Neuankömmling? Im Lagerhausviertel? Ungewöhnlich, aber wie kann ich euch helfen, mein Freund? Die göttliche... Wer hat euch das erzählt?
Wenn euch ein Justiziar geschickt hat, damit ich mich versehentlich zu einem Geständnis hinreißen lasse, dann... Nein, nein. Die Hochelfen würden für die Durchführung einer solchen Aufgabe niemals einen Neuan... Ich wollte jemanden aus meiner Familie hierher holen, damit er bei mir arbeiten kann. Das Schiff traf auch ein, aber alle Neuankömmlinge wurden mit Wagen fortgeschafft. Zwecks einer Befragung, meinten sie. Ich habe mich bei der Sippenfürstin beschwert und auch bei sonst jedem, der mir zuhörte. Und was hat es mir gebracht? Nichts. Oh, Teile meiner Familie sind schon viele Generationen hier ansässig. Vor dem Erlass der Königin mögen Außenstehende eine Seltenheit gewesen sein, aber etwas völlig Unbekanntes waren wir hier nicht. Unser Geschäft ist gewachsen und tut das jeden Tag mehr. Daher wollte ich ja auch meinen Vetter herholen. Wir brauchen die Hilfe. Sommers End ist ein kostbares und wunderschönes Juwel im Abekäischen Meer. Ich liebe es hier. Die Hochelfen behandeln uns wie Kinder, aber sie waren nie feindselig. Der Erlass der Königin hat allerdings ganz schön Wellen gemacht. Ich fürchte, das Schlimmste kommt erst noch, ehe es wieder besser wird. Okay, dann ab wieder zu unserem Auftraggeber. Was ist denn das? Ja, mechanische Ratten. Verstehe. Ja, guten Tag, Mr. Kashito. Wo ist denn der Kashi-Typ? Das ist außerhalb. Oh cool, wir haben Insekt und Stücke. Das ist unerhört! Warum habt ihr das Kloster geschlossen? Liebe Leute, ich höre eure Besorgnis. Aber meine neuen Arbeiter, die waren an Bord des Schiffs aus Kluftspitze. So viel Hallo, Zorn. Rasi. Ras hätte nie erwartet, solche Worte aus dem Mund treuer Untertanen der Königin zu hören. Nicht alle empfinden so, aber genug, um Ras Sorgen zu bereiten. Habt ihr von den Leuten, zu denen ich euch geschickt habe, irgendetwas Spannendes erfahren? Festgehalten, hm? Mhm. Das ist auch nur ein anderes Wort für eingesperrt, ja? Ranuls Vetterin ist gerade erst eingetroffen, aber Olnevils rechte Hand lebte schon lange auf Sommers End, bevor die Königin ihren Erlass ausgegeben hat. Was ist mit der Echse? Was hatte Zoxolza dazu zu sagen? Zoxolza haben wir noch einen Rucksack gefunden, die war doch tot. Warum sollte der Aldarch Neuankömmlinge und nicht hochelfische Bewohner sammeln und sie ins Kloster schicken? Heißt die Sippenfürstin dieses Verhalten gut? Da juckt Ras so sehr der Kopf, dass er sich das Fell raufen will. Unser Weg ist klar, Fünf Kralle. Wir gehen ins Kloster. Na, muss das sein. Na gut. Ras bewundert euren Eifer, aber ihr müsst das Kloster allein betreten. Ras hat noch andere Fische zu fangen. Natürlich. Dieser wird euch aber am Wachposten vorbeibringen. Sobald ihr merkt, dass der Wachposten abgelenkt ist, schleicht ihr euch heimlich rein. Jo Leute, das soll es mit dem Spin-Off erstmal gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat oder ihr weitere Folgen wollt, schreibt es in die Kommentare oder gebt mir immer einen Daumen nach oben. Ich danke euch. Bis demnächst. Tschö. Unser Meer beginnt mit einem traurigen Ding.